Hallo liebe Laura, hallo liebe Mädels, ich bin die Jen und ich möchte auch bei dem lesbischen Flora-Projekt mitmachen. Ich finde, dass das eine total super gute Idee ist. Und denke, wir brauchen einfach nur noch ein bisschen Geduld und ein paar mehr Videos, um noch ein paar Mädels dafür zu begeistern und ein paar Abonnenten zu bekommen und Zuschauer. Und deswegen habe ich jetzt, damit Lauras Frust nicht zu groß wird, mich einfach mal dazu entschlossen, endlich mal auch ein Video zu machen. Und vielleicht trägt das ja auch noch ein paar andere Mädels an, vielleicht auch noch ein paar Videos zu machen und die hochzuladen, so dass wir vielleicht ein paar Videos zusammenbekommen und so die Vielfalt größer wird und es ein paar verschiedene Themen gibt. Und ja, und dann denke ich, dann wird das Ganze schon automatisch irgendwie ins Rollen kommen. Ja, wie gesagt, ich bin die Jen. Ich wohne in Hamburg und komme ursprünglich aus dem Saarland. Ja, ich wohne jetzt hier seit 4 Jahren oder so und fühle mich pudelwohl in Hamburg, weil es ist wirklich eine echt schöne Stadt. Und ja, ich denke mal, ich werde vielleicht auch mal irgendwie was aus Hamburg berichten oder so. Mal sehen. Aber ich gehe jetzt einfach erstmal über zu meinem ersten Thema, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar, die meisten von euch werden das irgendwie gehört oder gelesen haben. Ja, nämlich, dass der nette bolivianische Präsident Evo Morales, ja, behauptet hat, dass Hähnchen Männer schwul macht. Außerdem, also sagt er, dass Pommes frites Katzen machen. Okay, in 50 Jahren meint er. Weiß man nicht, vielleicht stimmt das ja sogar. Und die Hähnchen machen Männer schwul, weil da nämlich weibliche Hormone drin sind. Und deswegen wird den Männern jegliche Maskulinität geraubt. Und bei Frauen soll es die Wirkung haben, dass der Busen früher und größer wächst. Ist das nicht geil? Chicken McNuggets sollen dafür ganz gut sein. Wäre eine ganz günstige Variante. Ich hatte eine teure Brust-OP. Ich glaube, ich werde das mal ausprobieren. Naja. Ich glaube, ich merke auch schon was. Cool. Und guck mal, wenn alle Männer Hähnchen essen und schwul werden, ist doch voll cool. Wer hat nicht gerne einen Tuck im Freundeskreis? Ist doch herrlich. Gott sei Dank hat er das entdeckt. Oh Moment, was will ich denn hier noch? Ach nee. Jetzt hat er sich wieder dafür entschuldigt. Und dass es gar nicht so gemeint war und dass es gar nicht stimmt. Also doch kein Hähnchen essen? Naja. Auf jeden Fall ist das doch wieder typisch, oder? Aber nicht nur, dass er sich entschuldigt, er behauptet ja auch jetzt noch, dass das ja gar nicht so gemeint war und dass er das auch gar nicht gesagt hat, sondern dass das alles nur falsch interpretiert wurde, was er gesagt hat. Und dass er sowas gar nicht behauptet hat. Ach, sowas von feige, oder? Naja, aber ich meine, wen wundert's? Man hört auch ständig irgendwelche solchen Aussagen und mal wird man hiervon schwul oder lesbisch, mal hiervon. Das ist doch echt blöd. Außerdem, was ich auch wieder mal sehr lustig finde. Er hat nämlich gesagt, er wolle unter keinen Umständen Homosexuelle und Lesben beleidigen. Homosexuelle und Lesben. Nein, Lesben sind keine Homosexuellen. Nein. Nur schwul ist homosexuell. Natürlich. Das ist so auch so ein allgemeiner Irrtum irgendwie. Das sagen ziemlich viele Leute, oder? Homosexuelle und Lesben. Ich meine,
Naja, ich meine, ihr wisst, wovon ich rede. So, naja, ihr könnt ja einfach mal jetzt da unten schreiben und posten, was ihr darüber denkt oder was ihr so für Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr noch andere Stories in der Richtung kennt. Oder ihr könnt auch natürlich allgemein schreiben, wie ihr das Video fandet und ob ich überhaupt weitermachen soll. Oder ob ihr denkt, dass diese Videoreihe vielleicht überhaupt eine Chance hat. Und natürlich seid ihr immer noch herzlich willkommen, auch ein Video hochzuladen. Ja, und das war's dann nun erstmal von mir. Ich melde mich dann vielleicht nächste Woche nochmal, mal sehen. Ich habe mir schon überlegt, es müssen ja nicht immer nur so ernste Themen sein. Und deswegen will ich vielleicht erstmal vom A-Beach berichten. Da war ich nämlich vorletzte Woche. Vielleicht ein paar Videos zeigen und ein paar Eindrücke für alle, die leider nicht kommen konnten. Und ich sag euch, die Karten sind schon fast wieder ausverkauft für nächstes Jahr. Also schlag zu, das war so toll dort. Also wirklich, das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Also schnell reservieren und für nächstes Jahr Karten kaufen. So, das war's dann erstmal von mir. Ciao!